Ja, hallo liebe Leute. Ich grüße aus Korea, wo heute bei meiner Abreise schlechtes Wetter ist. Der Blick aus meinem Hotelfenster zeigt einen Passanten, der durch den Schnee stapft. Die ehemaligen Schneekunstwerke, die natürlich alle jetzt verfallen sind durch das Tauwetter und die ganzen Wochen, die das jetzt schon da steht. Ja, man sieht nicht viel da hinten, die, also, soll ich sagen, Amüsiermeile. Aber abends sieht schöner aus, bunt. Ja, hier drüben das AM-Hotel. Dem habe ich vorher gewohnt. Ich glaube, hier das Zimmer oder so, irgend so eins. Ja. Gut. Wir sind hier in Hengje. Diese Leute werden auch abreisen heute, wie ich sehe. Schleppen sich wahrscheinlich zu diesem Fahrzeug mit Pyeongchang-Aufklebern. So ein Fahrzeug hatten wir auch über Wochen und Monate. Ein Kia Carnival. Nee, sie steigen nicht ein, oder doch? Nee. Gut. Gut, so viel gibt der Blick aus dem Fenster heute nicht her. Kein Problem. Hier meine Behausung. Ja, kann man jetzt nicht viel zu sagen. Auf dem Sofa habe ich, glaube ich, kein einziges Mal gesessen. Schöner Fernseher. Kann man lassen, aber alle Programme mehr oder weniger gesperrt. Ja, Kühlschrank ist schon leergeräumt. Das Einzige, was ich da lasse, sind gelbe Rettichscheiben und hier die scharfe Soße, die aber nicht so gut war. Und eine offene Soße nehme ich jetzt wirklich nicht mit nach Hause. Ja, hier Waschmaschine auf Koreanisch. Das ist übrigens das Hotel Triangle, Triangle, wie vielleicht der gewiefte Englischsprecher sagen würde. Jo, Müll wurde schon länger nicht mehr abgeholt. Ja, hier irgendwie ist Zimmerservice nur einmal die Woche und überhaupt. Und ja, was soll ich machen, ey? Gut, die Toilette und das Bad. Hier klassisch mit Arschdusche. Ist ein bisschen unscharf jetzt. Tja, Kamera kriegt's nicht hin. Was soll's? Man sieht's ja. Jo, wie gesagt, spektakulär ist anders. Ja, Achtung, in der Dusche könnte es rutschig sein. Danke für den Hinweis. Das ist sehr gut. Hat mir das Leben gerettet. Gut, hier, na, soll ich sagen. Hier der Bereich, hier muss man mal die Schuhe ausziehen, weil man nämlich ab hier ohne Schuhe läuft und hier lässt man die Schuhe. Also, das ist eigentlich schon zu viel. Please remove your shoes. Gut. Hier schon die Abreise fertig im Koffer. Ja, das war es eigentlich. Hier ist noch ein Zimmer mit der Heizung drin. Da konnte man immer schön die nassen Sachen trocknen nach der Arbeit. Gut. Ja, so viel zu dem Thema. Ich verabscheue mich jetzt aus Korea und auch von diesem Video. Ah, warte mal, ich guck mal hier auf den Gang, was da noch so geht. Ja. Hier ist der Blick hier raus, auch schlechtes Wetter. Wen wundert's? Gut. Ich verlasse die Stätte. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag, wann immer dieser ist.